früher, als ich noch Theologie studiert habe, jedes Jahr ins Heilige Land gefahren und durfte da auf arabischer Seite stand mir eine Wohnung zur Verfügung mit einem lieben Priester. Ich war damals noch nicht Priester. Und es hat uns ermöglicht, öfters ins Heilige Land zu gehen. Und es hat mich einmal sehr, sehr tief berührt, die Not der Araberchristen in Bethlehem, in Nazareth, die so zwischen den zwei mächtigen Blöcken wie zerrieben wurden. Ich habe dann irgendwie verstanden, dass weder die Muslime noch die Juden selbst das Handwerkszeug aus ihrem Glauben, aus ihrem Denken hätten, dass Friede entstehen kann. Die eine Auge um Auge, Zahn um Zahn, die mit großer militärischer Macht einfach präsent waren. Und ich konnte sehen, wie sich das gegenseitig aufgeschaukelt hat. Ich war zweimal da, als die Intifada war. Und ja, wie der Hass immer mehr wurde, wenn beide Seiten einfach sich auf ihre Position stellen. Und die einzigen, das war diese kleine Minderheit, das waren die Christen, die von beiden Seiten drangsaliert worden sind. Und die irgendwie so in der Haltung Jesu waren, würde ich sagen. Ich hatte das nicht mehr so präsent für den Umgang mit den ganzen Dingen, die wir jetzt sehen. Bei meinem Vater habe ich etwas erlebt, er war so ein gestandenes Mannsbild und auch wirklich ein Vater. Und als die Mutter dann schwer krank wurde und er konnte nicht helfen, das hat ihm echt zugesetzt. Weil er so ein Mann der Tat war und auch unheimlich kreativ im Finden von Lösungen in eigentlich fast allen Lebensbereichen. Wir haben als Kind immer gesagt, unser Papa kann alles. Wir waren auch überzeugt, dass er es kann. Und da musste etwas erleben, Ohnmacht. Und uns Männern setzt es auch noch vielleicht mehr zu, wenn es jemanden, der uns irgendwie anvertraut ist oder zu uns gehört, wenn der leidet. Wenn man es selber mitmachen muss, ist das eines, aber es ist jemand geliebt, der leidet und du kannst nichts tun. Das hat ihm auch sehr zugesetzt. Und vieles von dem, was wir jetzt erleben, das hat so einen ähnlichen Charakter. In der Kinderpsychiatrie gibt es schon längst die Triage. Es können längst nicht alle aufgenommen werden, die es bräuchten. Wir haben mehr Selbstmorde denn je. Viele sind so überfordert. Und jetzt nochmal mit den Maßnahmen, die da angedroht werden, Impfpflicht und so weiter, da kommen Leute so unter Druck, die wissen, jetzt sollen sie auf den Job verzichten und ihrem Gewissen folgen oder, also furchtbar, furchtbar. Und wenn man es nochmal aufs Große und Ganze bezieht, dann könnte einem schon das Messer in der Tasche aufgehen. Und wirklich sagen, hunderte Millionen Arbeitslose weltweit, denen so die Existenz entzogen wird, die nicht vom sozialen Netz getragen werden. Und gleichzeitig sieht man, was weiß ich, wie Apple in 40 Jahren herangereift ist zum ersten Unternehmen, das einen Börsenwert hatte von über einer Billion, also 1000 Milliarden Dollar. Und in den letzten 2,5 Jahren hat sich das noch einmal mehr wie verdoppelt. Jetzt sind es bei 2,2 Billionen. Also da saugen sich die großen Internetkonzerne und Vermögensverwalter voll und bereichern sich schamlos, während der Mittelstand kaputt gemacht wird über die Plattformökonomie
wie, es gibt jetzt so viele Händler, die können überhaupt nicht mehr ohne Amazon leben, nicht? Die kassieren ein Drittel vom Umsatz gleich mal ab. Da sieht man so viel Unrecht und man möchte am liebsten irgendwie was tun. Und diese Dinge zu benennen, ist auch ein Akt der Gerechtigkeit, glaube ich, und das muss man auch. Aber was ist die Strategie? Und da war mir dieser Vortrag heute echt eine Hilfe. Und diese Elsie Wenz, sie richtet eben den Blick auf dieses Wort Jesu, lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, es ist bei Matthäus 11. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und es ist der Herr wirklich. Denkt nochmal, wie er vor Pilatus steht. Denkt nochmal dran, wie er da angenagelt wird. Der hat einen echten Gerechtigkeitssinn, mehr wie wir alle. Er sieht die ganze Not, die aus der Sünde erwächst. Wie verhält sich Jesus? Und das ist der Weg der Christen. Das ist dein und mein Weg. Und dieses Leid, und ich habe es dann auch versucht einzufangen im Gesetzchen des Wundenrosenkranzes, die unsagbare Not und die Wunden der Menschen jetzt mit hineinzunehmen in die Wunden Jesu und vom Vater zu ersehnen, dass das alles jetzt fruchtbar wird. So wird das Böse besiegt. Und wir haben kein machtvolleres Gebet als dieses. Wenn man sich auf diesen Weg einlassen kann, dann wird man getragen von der Allmacht Gottes, von der Weisheit Gottes, weil man diese Weisheit ja tut und zulässt, dass sie einen führt. Wir haben beim Propheten Jesaja gehört. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg steht fest gegründet als höchster der Berge, er überragt alle Hügel. Das ist jetzt nicht eine Ortsbeschreibung. Jesus sagt, der Weg ist steil und schmal. Es ist der Herr. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg und sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Leute, lasst uns das jetzt machen. Lasst uns gut studieren, anschauen, betrachten, wie der Herr das, welchen Weg der Herr gegangen ist. Er zeige uns seine Wege, schreibt Jesaja. Er zeige uns seine Wege. Auf seinem Pfaden wollen wir gehen. Da wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Dann kann der Heilige Geist uns führen. Dann kann er uns zeigen, wie und was zu tun ist. Und wir werden nicht angetrieben sein vom eigenen Zorn, der ein schlechter Ratgeber ist, wenn man Böses nicht mit Bösem überwinden kann. Es vergrößert nur das Böse, nicht unser Zorn, nicht unser Unmut, auch nicht unsere Verbitterung, auch nicht Passivität, denn die Sanftmut, ich habe es in der Anbetung versucht zu erklären, da steckt ja Mut drin. Das ist eine Entscheidung. Das bedarf einer Kraft, in dem ganzen Unrecht sanft, in Liebe,
den Weg zu gehen. Und das ist der Kampf, den du und ich in unserem Herzen, den müssen wir führen. Aus dieser Haltung, aus diesem Ringen, wird es dann ja auch möglich, das zu tun, was der Herr uns aufträgt. Verflucht eure Feinde nicht, segnet sie. Tut denen Gutes, die euch Böses tun. Ihr merkt schon, dass es ein steiler Weg ist, oder? Und dass der ohne Heilige Geist, ohne Heiligen Geist nicht zu machen ist. Darum haben wir diese Gebetsabende, wo wir bitten, Herr, erneuere die Kirche und die Gesellschaft im Heiligen Geist. Und es ist sicher gut, wenn du mit mir anfängst. Dann wird sich etwas wandeln. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern, Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr den Krieg. Ihr vom Haus Jakob, das sind wir, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Wir rüsten dann nicht mehr auf, um den anderen argumentativ niederzumachen, bis er sie nicht mehr muckst. Das sind die Schwerter. In der Sanftmut, in der Demut nehmen wir unsere eigene Begrenztheit an, die Begrenztheit dessen, was wir wissen. Wir respektieren den Informationsstand des anderen und wir entscheiden uns zu lieben. Man zieht nicht mehr Schwert, einer gegen den anderen, was jetzt momentan ja so stark ist, und Volk gegen Volk. Man trainiert nicht mehr für die kriegerische Auseinandersetzung. Papst Benedikt hat einmal gesagt, Diskussion und Dialog sind so unterschiedlich wie Krieg und Frieden. In der Diskussion versuche ich den anderen mit meinen Argumenten klein zu machen, mich durchzusetzen. Das ist eine kriegerische Haltung. Im Dialog öffne ich mich für das größere Ganze. Im Dialog versuche ich, das, was dem anderen wichtig ist, zu integrieren. Ein größeres Ganzes, wahrhaftigeres in der Mitte entstehen zu lassen. Wie sehr bedarf der Dialog der Sanftmut, die dem anderen zugewandt ist, und die Haltung der Demut. Wenn wir mitwirken wollen, wie der Herr unsere Zeit wieder befriedet, dann werden wir nicht umhinkommen, sein Wort ernst zu nehmen aus dem Matthäusevangelium. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Amen.